liebes Tagebuch. In dich grab ich mich ein. Tagebuch. Lieber Sigi, heute komme ich zu dir nach Passau. Passau. Au, au. Ich habe mich umgehört für die, wo ich mich umgekehrt. Die Leitung. Über dich. Tagebuch. In dich grabe ich mich ein. Ja, lieber Sigi. Auch in die Kirche graben wir uns ein. Du, dich, wir beide. Graben mit den Wörtern und noch mehr Wörter, viele Wörter. Was meinst denn du? Was soll mir der Kirche entgegenhalten? Beten, noch mehr beten und dagegen beten und beten, beten. Jetzt geht's zur Maria Wartschule. Die wart einmal und ist noch immer am Startplatz. Maria Wart, reale Schule. Ah, die Maria Wart, die Wart da auf dem Dings auch drauf, gell? Genau. Und ist drauf. Genau, die ist. Hm. Entschuldigung, musst du nicht schlucken. Ja. Ich bin gerade da. Wir haben ja schon miteinander geredet, oder? Sind Sie die Pförtnerin, glaube ich, ja, oder? Ja. 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 Mhm. Ja. Ich war da schon mal da mit meinem. Was wünschen Sie? Sie haben ja damals gefragt, was ich so mache, weil ich da mir erlaubt habe, da reinzugehen und zu fragen. Damals, das war im Dezember an Weihnachten, ja. Können Sie sich erinnern? Da ging, mein Denken so, also Nachdenken, ah, genau, das Nachdenken. Ist vor, ja. Ja. Mhm. 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 Schaut, dass ich Sie jetzt nicht fotografieren kann. Nein, das ist nichts. Sie haben ja gar nicht gefragt, was ich mache so ja, mit dem Apparat. Ja, ich, laut nachdenken. Man kann das natürlich aufnehmen, weil das ein Mikrofon ist. Und das nur die Zeit ist da mal nicht. Warum nicht laut nachdenken? Die Kirche tut nicht lang nachdenken. Okay. Ja, die Kirche ist ein öffentliches Institut. Da, muss er, da denkt sie ja mit ihrer Lehre ja immer seit 100, seit 2000 Jahren denkt die Kirche nach. In Büchern, auf der Kanzlei, in Predigt ist ja auch öffentlich. Das ist ein lautes Nachdenken. Das wird archiviert und. Aufnehmen und dann haben wir da anhören, zum Beispiel nachdenken, was Sie gesagt haben, Ihre Aspekte oder was ich gesagt habe oder was wir Gesprächskultur, was wir ja pflegen, finde ich, oder? 12. Also so ein, zum Beispiel, mögen Sie eigentlich Kabarett? Bitte? Ob Sie Kabarett mögen? Ich esse sowas nicht. Und den Zimmerschied zum Beispiel, also Passau, kennen Sie den? Ja, sicher. Kennen Sie den? Der hat doch so ein Stück auch über die Kirche gemacht. Ja. Wo er angeeckt ist. Mhm. Was finden Sie? Wie finden Sie den Sigi Zimmerschied? Also Ihre persönliche Meinung, wenn Sie sagen wollen. Mei, es ist so, jeder empfindet was, wie er es denkt. Also, das ist ganz klar. Ich meine, und für was man eine Neigung hat, wenn man was. Hobby hat und so Sachen. Ein Hobby. Dann, ja, darf der Sigi das Hobby haben, zum Beispiel, dass er ein Stück wie die Dreifaltigkeit darstellt auf der Bühne. Ja. Über Gott Vater, Heiligen Geist und Jesus Christus. Ja, das darf er schon. Darf er schon. Sicher. Er hat sich damals ein bisschen so bohrisch. Das kommt halt bisschen. Drauf an. Haben darf er das schon? Es kommt halt drauf an. Spotten darf man natürlich nicht spotten über die nicht. Kirchen. Die ja, was Dinge. Ist Spotten jetzt eigentlich genau? Die Definition von Spott. Was könnte das sein? Was ist ja. das für Sie? Definition von Spott. Einfach, wenn ich über heilige Dinge mich unschön mache. Wenn ich sage, also, das ist unmöglich. Also,
zu dem kann man nicht stehen. Also, was die Kirche da verkündet, das stimmt nicht. Und die herrlichste Dreifaltigkeit gibt es nicht. Und die hat es noch nie gegeben. Und es gibt lauter so Dinge. Und das stimmt nicht, weil ich daran glaube. Mhm. Und dazu ja, irgendwo glaube ich ja auch sogar dran. Weil das, also was ganz tief dahinter steckt, das stimmt auch. Dass die Schöpfung sehr, also irgendwo auf eine Dreifaltigkeit ist, oder es kann aber auch eine Vierfaltigkeit sein oder Fünffaltigkeit. Ich mein, nein, weil das ja, wir wissen, sie wissen ja, Gott was? Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ja, ja. Mehr gibt es nicht. Ja, aber eben, drei oder vier oder fünf, das ist nicht, das ist ja nur eine Dreifaltigkeit. Ja, aber wissen Sie, was mich ein bisschen stört in dieser Lehre, ist immer, weil das alles so männlich besetzt ist. Die armen Frauen, ihr seid so total unterdrückt, auch sie. Nein, das war halt früher so, dass da müssen sie nach Jerusalem gehen, da ist es halt nur so. Ist aber so weit noch hier. Jerusalem. Ja, eben. Da fliegen sie halt drum. Ach so, nein. Das ist halt nur so. Gell? Ich sag mir da nicht laut, die Frauen sollen das da, zu dem sie berufen sind. Und die Männer sollen das da, wo sie berufen sind. Ja, aber viele Frauen sagen jetzt zum Beispiel zu Menschen, wir müssen uns da endlich mehr wehren. Die Welt hat sich geändert, die können sie ja halt dass man eigentlich zum Beispiel, dass man eben sagt, nicht nur Gott Vater, sondern Mutter Gott. Kann man auch sagen. Eben, warum das ist nicht? Ja wichtig. Gott Vater mit Mutter, Vater, wissen Sie, der Vater, Papa, der Gott, ja. Liebe Gott, soll endlich die Mutter heiraten. Wichtig ist einfach das, Gott bleibt Gott. Die Tatsache, ja. Dass Gott ist und dass er bleibt, ob das bleibt, Vater oder Mutter ist, das ist egal. Aber dass er beides ist, ja. Das ist ja wichtig, ja, das war wichtig. Sicher. Also braucht man eine neue Definition. Ja, sicher. Okay, da haben wir jetzt was gefunden, wo wir jetzt gemeinsam einsteigen können. Ja. Dankeschön. Einsteigen. Umsteigen, Sigi. Jetzt gehen wir zur Passa, Presse in Burghausen. Da gibt es ja auch hier einen Ableger in der Burghausen Anzeige. Und da wird auch über dich gedacht. Warte mal. Also ich muss ja sagen, als Passauer ist der Sigi Zimmerschied ja mehr so ein, wie soll man das ausdrücken, ja so ein Übervater aller mehr denkender Menschen, die noch mehr sehen können als dieses kleine Passau auf seiner Halbinsel. Und wenn man dann den Sigi Zimmerschied hat, dann hat man, ich meine, er war ganz jung und hat dann Passau studiert. Da gab es ein nebulöses Gespenst, immer Sigi Zimmerschied, der große Aufrührer. Und dann habe ich bei der PMP gelernt, habe gedacht, ui, das ist die Zeitung, die den Sigi gar nicht so gern mögen tun. Und da habe ich mich immer so ein bisschen geschämt und gedacht, Mensch, wenn die den Sigi nicht verstehen, warum soll ich da eigentlich arbeiten? Dann hat sich das aber gelegt. Und dann habe ich den Sigi selber hin und wieder mal kennenlernen dürfen. Mei, und dann, boah, Wahnsinn. Das gibt richtig Menschen, die noch denken. Also so richtig Menschen, die nicht aufhören zu denken, nur weil die CSU zum Beispiel schon am Ende ihrer Denkfähigkeit ist, sondern die doch glatt noch. Also es gibt quasi ein Denken nach der CSU und das ist für mich so Sigi Zimmerschied. Ja, da dem schließe ich mich an. Gell? Wir warten ja gerade auf sein Ding, oder? Na, der Mann ist beschäftigt weltweit. Ah, ja. Ein Superstar, der ist Funk, Fernsehen, Medien. Der ist ja überall, das ist ja, obwohl es gar nicht stimmt. Also er prostituiert sich jetzt in keiner Comedy-Sendung. Ja. Das muss man ihm hoch anrechnen. Ja. Servus, Sigi. Also, Sigi. Ich werde ihn nicht kennen. Also ich war zwar mal Dramaturg. Kennt dich schon, doch. Mich, echt? Ja, ich habe schon mal gesehen, ja. Oje. Ja, kennt dich. Hat er mal geschaut. Ja, das ist auch, genau. Also ich habe aber mehr so, also ich schätze das, ich habe eher gedacht, dass das so einseitig ist. Na, das ist der, das Sigi da. Ist der Thomas Kasper. Also der ist schwer in Ordnung. Okay. Also, ja. Die Katharina kann es auch fragen. Sigi Zimmerschied. Achso, zu Sigi Zimmerschied. Was ich zu Sigi Zimmerschied sage, ja. Spuckt er immer noch so. Spucken? Spucken. Wie? Beim Spielen? Ja, der tropft doch immer aus allen Poren. Achso, ja, tropft. Ja. Ja, weil er so intensiv spielt. Ja. Muss man tropfen. Er muss man das, ja. Ja, ist eine Höhle. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Trapier vor Trapier Qualität. Ja. 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 Ah, das war alles. Das ist alles, was mit Saft geben. Gut. Sieht. Okay, Sigi, hast du gehört. So. Ja, und jetzt halt da. Ja, da. Die Martina. Die Martina Sigi. Zimmerschied.
Ich mache gerade so ein Liebes-Tagebuch-Ding, speziell ein Special Sigi Zimmerschied-Umfrage und so. Sigi Zimmerschied? Sigi, ja. Es war jetzt peinlich, aber ich kenne ihn nicht. Du kennst ihn nicht? Mhm. Da musst du ja mal sofort hin, wenn er mal kommt. Ja doch, auf jeden Fall werde ich machen. Mhm. Oh. So. Oh, Knox, geh weg mit deinem Teil. Ja, warum? Das ist echt peinlich. Ja, mach dir nichts. Schau, du bist ja noch so jung, du bist nur 18. 20. 20? Nein, 20. Okay. Und der Nachbar, der für dich auch was zum Sigi fragen? Nein. Nicht? Nein. Nicht. So, frag mir eine Frage bitte. Komm, hä? So voll. Nicht. Nicht. Frage. Also gar nicht. Special-Frage. Ob sie was für ihn halten oder nicht? Ich sag gar nichts. Das ist voll. Das ist voll, ja. Also, gib es wieder. Fitti. Mach gut. Ja.